Ballen in der Mitte Asamoah und er besandt Sand und da ist es 1-0 Schalke. Schalke führt. Die Chance für Ismael und der Ausgleich, 84. Minute. Und Valerian Ismael zeigt, warum er der torgefährlichste, der offensivstärkste Verteidiger in Deutschland ist. Da setzt er sich einmal durch, Valdes gegen Kristajic. Und Hand. Die Chance und das Tor durch Tim Borowski. Bremen führt. 94. Minute. Linke. Pasanen dazwischen. Und die Chance für Ayrton. Und wieder der Ausgleich. Keine 2 Minuten nach der Bremer Führung. Psychospielerei von Rost. Jetzt das Duell. Delteri gegen Rost. Und der Psychotrick hat funktioniert. Ganz sicher. Schalke führt. Rost hatte die Ecke. Aber Miku gleicht aus. Schalke. Und wieder hält Frank Rost. Und wenn Schalke 04 jetzt trifft durch Nils Olekampois, dann sind sie im Finale. Olekampois gegen Reinke. Und der verschießt neben das Tor. Der Ausgleich für Bremen. Aber Schalke hat noch eine. Und zwar den sichersten. Und jetzt kann Ayrton seine ehemalige Mannschaft aus dem Wettbewerb schießen. Ayrton an die Latte. Alles wieder offen. Alles wieder offen. Pasanen gegen Rost. Und mit ganz viel Dusel ist er drin. Und Werner vorn mit 4:3. Leverkusen Podium spielt gegen Andi Reinke. Es bleibt weiter offen. 4-4. Ernst gegen Rost. Er ist ausgerutscht. Ernst ist ausgerutscht. Und jetzt wird Frank Rost selber schießen. Rost hat mal im Elfmeterschießen gegen Reinke gestanden und hat getroffen. Rost. Und Schalke 04 ist im Endspiel des DFB-Pokals. Der Held heißt Frank Rost. 3 Elfer gehalten und den entscheidenden selber versenkt.